Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Ich dachte, wir schnappen uns mal unsere Papierstreifen und machen ein paar Hintergründe. Ich habe hier eine Auflistung für euch. Die drei für mich gängige Kartenformen, das ist A6, den lang und quadratisch. Und dazu passend habe ich dann halt die Kartengrößen, die Mattungen und auch natürlich das Designpapier. Das, was wir jetzt quasi anfertigen, ist das Designpapier oder der Aufkleber für unsere Karten. Ich zeichne meistens eine diagonale Linie von einer Kante zur nächsten und dann variiere ich den Streifen, der im 90-Grad-Winkel dazu dann angebracht wird. Das sind übrigens auch alles Schmierzettel. Und ich habe ganz viele Designpapierstreifen, die hatte ich schon vorher. Und wie ihr seht, benutze ich das Blending-Tool vom Action. Nachdem ich einige Hintergründe geklebt hatte, habe ich dann festgestellt, gerade jetzt hier auf dem weißen Designpapier, wenn ihr eure Finger versaut, mit dem Distress-Kissen zumindest, ist das so, dass die Farbe noch sehr lange aktiv bleibt und ihr hinterlasst dann Fingerabdrücke. Ist nicht schön, deswegen Blending Tool ge geschnappt und das sind halt noch die alten Aufsätze. Die waren schwarz und sehr porös, muss ich sagen. Der Aufsatz hat sich auch mit der Zeit ein bisschen aufgelöst. Ich habe hier Pumiceton von Distress Ink. Damit färbe ich mir die Kanten halt ein. Ich meine, kann natürlich auch hier Vintage-Foto nehmen. Das ist dann halt bräunlich. Das Pumiceton ist etwas mehr grau oder warmgrau. Und dann ist es halt, ja, man füllt die ganze Fläche Streifen für Streifen, je nachdem. Ich benutze dafür halt gerne meinen einfachen Klebestift. Auch der ist vom Action. Und das, was überbleibt, schneide ich mir halt weg. Sind das ganz kleine Stücke, werden die natürlich entsorgt. Ansonsten seht ihr hier Schälchen oben rechts im Bild. Da habe ich dann halt die größeren Abschnitte und die kleineren, wo ich denke, damit kann ich noch weiterhin arbeiten oder die Ecken füllen, wenn man dann halt immer dünnere Streifen braucht oder die kürzere Streifen. Das Video ist übrigens durch beschleunigt, das heißt, so schnell kann ich leider nicht basteln. Es wäre super schön, wenn es gehen würde, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat. Aber ich möchte euch halt auch nicht langweilen und ich finde, diese Art von Videogestaltung oder Bearbeitung ist schon ein kleiner Vorteil. So kann ich euch was zu den Bildern erzählen und es ist nicht ganz so schlimm. Und ich finde auch, man kann das selber beim Basteln besser ertragen, als wenn Musik dabei spielt, weil wenn Musik spielt, weiß ich nicht, was auf dem Bild passiert. Hier kriegt man zumindest noch eine Stimme dazu. Also ich finde das selbst viel angenehmer. Aber da sind wir natürlich alle verschieden und das ist ja auch gut so. Ich habe übrigens mehrere Tage an meinen Hintergründen gesessen. Ich hatte einfach keine Lust, um etwas richtig fertigzustellen. Ich hatte aber gesehen, dass ich so viele Reste angesammelt habe im Bereich Designpapier in Weiß oder Weißcreme. Da sind aber allerdings auch nicht nur Designpapiere. Da ist, wie zum Beispiel oben im Bild, das ja, cremefarbene. Das ist ein von einem Clearstamp eine Rückseite. Also wenn mir das Design von der Verpackung gefällt, wird auch diese benutzt und aufbewahrt. Das müsste von Scrapberries gewesen sein. Von Gorgeous, die Sachen, die sind super schön eingepackt. Also da kann man auch aus der Verpackung noch tolle Sachen basteln. Und es gibt noch andere Firmen, auf die das zutrifft. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier am Ende angekommen von einer Ecke und habe dann jetzt aus dem Schälchen mir welche Zuschnitte genommen. Die sind halt, wie gesagt, wesentlich kürzer, aber es reicht, um gerade die letzte Ecke zu füllen. Und ja, so verschwendet ihr kein Papier. Ist auch nicht so, dass wir nicht genug hätten, aber auch da gehe ich halt sehr sorgsam mit meinen Sachen um. Ich bewahre so ziemlich alles auf, wo ich denke, man kann noch was draus machen.
Im Grunde ist da jetzt auch Aquarellpapier zwischen, da ist Leinenpapier dabei, da ist Cardstock vom Action, da sind so viele verschiedene Papiere, auch teilweise Glitzerpapier. Das war, glaube ich, auch ein Teil von einer Verpackung. Wenn dann die Designblöcke von außen schon so toll dekoriert sind, warum sollte man das nicht aufbewahren oder, wie gesagt, zweckentfremden? Ja. Ich habe ja, wie gesagt, die Zuschnitte schon so in Streifen aufgehoben. Die sind bei mir nach Farben sortiert. Ich habe für jede, ja, gängige Farbe eine einzige Tüte da, dann und dann kommen die Sachen da rein. Wie jetzt in dem Fall, dass sie halt weiterverwendet werden. Ich habe auch gedacht, für einfache Sprüche, wenn man dann einen Spruch stempelt auf einem Streifen, da muss man nicht jedes Mal erst einen Streifen zuschneiden. Man kann einfach das benutzen, was man hat. Und das Ende vom Lied, ich glaube, sind 27 Hintergründe entstanden. Die Nummer 28 war der Auslöser, also eigentlich der erste Hintergrund. Das war die Karte, die ich euch zuletzt gezeigt hatte, die Langkarte mit dem Digistamp von The Paper Shelter. Ich hatte da so Spaß bei und das hat mich einfach quasi inspiriert, weiterzumachen. Und dann habe ich hier welche. Wie gesagt, in A6, in den lang und quadratisch und so weiter und so fort. Die habe ich dann alle gemattet. Das heißt, für jedes geklebte Hintergrundzuschnitt, für jeden geklebten Hintergrundzuschnitt habe ich eine Mattung mit jeweils 4 mm mehr aufgeklebt. Das Ganze natürlich wieder durch die Nähmaschine gejagt. Ich habe auch nur am Rand genäht, außer bei diesen hier, die gerade jetzt im Bild sind. Da habe ich auch noch mal Querstreifen mit Zickzack vernäht. Aber die einfachen sind alle nur am Rand genäht. Die Fäden gucken noch sozusagen zur Seite raus. Das ist noch nicht alles der Endzustand. Aber die sind schon so weit fertig und nach dem Nähen auch total fest. Da kann sich auch kein Streifen mehr ablösen und mit diesen Hintergründen kann ich direkt auf eine Karte gehen und die halt jetzt noch weiter gestalten. Manchmal muss es halt was schneller gehen und dann sind solche, ich sag mal schon halb fertige Produkte natürlich nicht schlecht. Ich muss mich natürlich damit jetzt abfinden, dass die nächsten oder ein Teil der nächsten Karten in diesen Farben halt bleiben. Ich hätte natürlich auch variieren können. Ich hätte auch noch rosa oder hellblau oder lila oder ähnliche Farben nehmen können. Aber wie gesagt, ich hatte so viele Reste in weiß und die mussten halt jetzt weg. Beziehungsweise ich habe damit angefangen, hatte Spaß bei und ich habe es genossen. Ich meine, nicht jeder hat diese Zeit. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber mir macht das halt Spaß und ich möchte es mit euch teilen. Hier habe ich noch quasi aus dem Rest an Ecken, Streifen, was es nicht auf die Karten gebracht hat. Das waren jetzt wirklich nur noch die Endstücke, die groß genug waren, um mit meinen klitzekleinen Stanzern noch bearbeitet zu werden. Die habe ich halt gestanzt. Das heißt, es ist keins der Papiere wirklich im Müll gelandet. Ich habe jeden Streifen bis auf den letzten Zentimeter aufgebraucht. Ich habe hier Sterne, Schneeflocken, ich habe Kreise, ich habe Blümchen. Und die sind jetzt halt alle in diesem Weiß-Creme. Und ich habe das jetzt in Döschen, die ich sowieso zu Hause habe. Das sind von Uropax, die Verpackungen. Da habe ich das jetzt alles sozusagen schon nach Form vorsortiert. Und das liegt auf meinem Schreibtisch, griffbereit und kann quasi mit den nächsten Karten verarbeitet werden. Das war es auch schon von mir. Das Video war jetzt relativ kurz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!